Sag mal, was genau ist bei deinem letzten Treffen mit Takamoto passiert? Er wollte gefälschte Relikte der Asuka-Periode verkaufen. Und gesunder Menschenverstand funktioniert bei den Yakuza nicht. Aber du hast ihn laufen lassen. Und jetzt kann er mir vielleicht weiterhelfen. Tja, was will ich mehr? Lerma im Kleid und damit Juma und alle kommen zurück zuletzt bei Tomb Raider Anniversary. Nishimura hat angerufen. Er ist in seinem Büro und mischt sich nicht ein. Aber der Barkeeper kann nicht zu ihm durchstellen. Das war zu erwarten. Ich meine natürlich Tomb Raider Legend bleibt Lerma im Kleid. Man sieht auch diese wunderschön ungesunde Rückenhaltung. Ja. Aus großen Brüsten folgt große Rückenschmerzen. Ich kann die hier auch schleichen, ich kann hier auch nicht springen oder sowas. Ich kann nur noch mal laufen. Okay. Yay. Yeah. Ich finde diese realistische Haaranimation super. Ich glaube nicht, dass die Haare so nach extrem hinten wehen. Ich kann mich hier mit den Leuten ein bisschen unterhalten, das wäre irgendwie lustig. Yo, was geht denn? Ich bin Lara Croft. Wir müssen zum Barkeeper. Aber vorher schauen wir uns hier ein bisschen um. Das ist übelst lustig. Ja, so ein bisschen Penthouse Suite Party, keine Ahnung. Oh, die Haare, das stimmt mich gerade extrem. Tut mir leid, Leute. Das stimmt mich gerade übelst, dass die Haare nach hinten wehen. Vor allem der Nacken ist eigentlich nicht richtig animiert, ne? Da kann man durchschauen. Okay, wo ist denn der scheiß Barkeeper? Da ist die Bar. Und der Barkeeper. Guten Abend. Ich glaube, Nishimura-san erwartet mich. Ah, Lady Croft. Er ist in seinem Büro am Ende der Halle hinter Ihnen. Ich sage ihm, dass Sie kommen. Danke. Spricht er mit einer Hand oder was macht er da? Okay. Kann mir sprechen? Okay. Gehen wir mal aufs Darmklo. Das müsste ja hinten sein. So typisches Ausrede des Todes, um eine Party zu lassen. Oh, hier gibt's nur Security. Ey, sag jetzt nicht, das ist echt. Nee, ich kann ja aber nichts. Drücke E und passiert nichts. Okay. Wir gehen einfach nochmal zum Barkeeper. Da sollen wir ein bisschen Stress machen, dass der Typ vorbeikommt. Ja, wir müssen hier in Dinge abkaufen. Ne, da passiert nichts. Okay. Wir gehen nochmal nach hoch zur Ausgangsposition, mal sehen, ob da irgendwas passiert. Irgendwie. Ist ja nicht so viel los, ne? Bam, 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 nicht, dass ich das Spiel gebackt habe. Eigentlich müsste ja schon was passieren, da müsste nämlich eigentlich vorbeikommen. Was ist mein Einsatzziel? Bababa. Ja, mit dem hab ich ja gesprochen. Aber erstmal zum ersten Mal rausgefunden, dass es ihn überhaupt gibt, ja, okay. Okay. Hi. Ich laufe einfach mal so rum und schaue, ob irgendwas passiert. Yo. Ich bin Lara Croft. Und jetzt halt das ganz alleine. Das ist irgendwie traurig. Ja, ich würde gerne, dass hier irgendwas passiert, Fragezeichen. Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht.
Wo war das mit dem E? Hinten war das noch mit dem E. What the fuck? Ah, hier geht's rein. Warum hat es eben nicht funktioniert? Hallo Lara! Gefällt Ihnen meine kleine Party? Totemo Tanoshinde imas Nishimura-san. Aber wenn Takamoto eintrifft, dann könnte es möglicherweise Probleme geben. Aber Vorsicht! Er kann sehr gefährlich werden, wenn er andere Pläne hat als Sie. Sie wären überrascht, wie überzeugend ich sein kann. Egal, wie gefährlich Sie sind. Das glaube ich gern. Ich bin auch gefährlich, wie Sie wissen. Aber bitte, genießen Sie die Party und viel Glück. Das war strange. Der hat gerendet aus einem eigenen Mafia-Clan. Hallo Yakuza! Fassen Sie sich kurz, Miss Croft. Wie Sie wissen, ist meine Zeit kostbar. Natürlich, Takamoto-san. Ich suche ein Schwertfragment, das Sie aus der Waseda-Universität, wie soll ich sagen, gestohlen haben. Also, ich bin kein Dieb. Und ich rate Ihnen, diese Anschuldigungen zu unterlassen. Heißt das etwa, Sie wollen verhandeln? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Doch, haben Sie. Sagen Sie nur, wie viel. Sind Sie taub, Miss Croft? Ich weiß nicht. Mal sehen. Wollen Sie wieder um Ihr Leben betteln, wie bei unserem letzten Treffen? Wow, jetzt geht's hart ab. Das sind harte Bedingungen. Du, Lara Croft will niemals irgendwo unbewaffnet hingehen. Niemals. Niemals würde sie das tun. Niemals. Sorry, ihr müsst eine Party bis unter... ist sicher wieder in seinem Penthouse. Folgen Sie ihm nicht, Lara. Seine Männer werden Sie erwarten. Die Lobby ist eine Todesfalle. Ich weiß, dass dir sowas gefällt, aber du hast keine Chance. Dann gehe ich eben nach oben. Wie komme ich aufs Dach? Aufs Dach? Mit dem Fahrstuhl. Aber Vorsicht! Oben ist eine Baustelle. Gut für uns. Dazu sage ich lieber nichts, Lara. Darum müssen wir das Problem aus einem anderen Blickwinkel sehen. Nehmen wir erstmal die Waffe mit, ne? Nishimura hat mir den Code für den Aufzug gegeben. Ich bin unterwegs. Das ist so geil. Na, komm auf. Aber es ist voll viel Munition von den ganzen Sturmgewehren. Bam. Ich weiß noch, Tokio-Überfall ist lustig, Level. Wir laufen alle mit seinem Kleid rum. Wir haben garantiert in der Handtasche so ein paar Pistolen und so dabei gehabt. Eine Garantie. Das ist nicht das Dach. Komischer Ort für ein Motorrad, aber das hat was. Also, es ist eine Schande, so ein Motorrad auf dem Dach zu verstecken. Okay, die Scheiben geht schon mal nicht kaputt. Okay. Dafür schickt der Nishimura eine Rechnung. Ich bin so ein Genius! Bei einer Party geht immer etwas zu Bruch. Okay, siehst du das Gebäude gegenüber? Es gehört Takamoto. Ich hab kein Medipack dabei. Tja, jetzt ist Kreativität gefragt. Viele Fußgänger kommen hier wohl nicht vorbei. Komfortabel ist zwar was anderes, aber es geht schon. Oh, Lerva. Du solltest nach rechts, nach links, links springen.
ersten Stock sein. Tja, jetzt ist Kreativität gefragt. Und mach es erstmal hier lang. Bei einer Party geht immer etwas zu Bruch. Ach so, ah, I see. Wunderbar. Auf geht's. Ich will nämlich gerne das Motorrad haben. Auch wenn ich, wie wir gesehen haben, nicht unbedingt gut darin bin, Motorrad zu fahren. Aber es hat gereicht, um auf Anhieb was zu machen. Und mich erinnern kann, ist da was drin gewesen. Yay. Was zum Teufel hast du vor, Lara? Hör dir das an. Von 0 auf 100 in unter 3 Sekunden. Kamera, ich würde gerne die Kamera drehen, danke. Kamera, bitte. Ich würde gerne die Kamera drehen, danke. Ah, was ist denn los? Hier ist meine Maus. Nur die Kamera dreht sich allgemein irgendwie so gerade super richtig hart scheiße. Seid ihr bereit für ein bisschen Action? Vergessen, den Button zu drücken. Ah, oh, ich bin mein Motorrad wieder. Next try. Können wir zusammenklappen? Mit diesem Motorrad wohl kaum. Ja, das meinte er, glaube ich. Aber egal. Lassen wir das, ne? Ja, ich wollte eigentlich oben weitergehen, aber okay. Ich meine, ich wollte natürlich den Schatz hier holen. Wir mussten nämlich da oben lang. Gottdammit, das ist nicht so gut. Egal. Aber man kommt ja auf jeden Fall wieder hoch. Denn hier, genau hier. Es ist. Ich spamme meine Leertaste. So, und weiter geht's. Hui. Warum hält die sich denn nicht fest? Was soll das denn? Hat sie jetzt den Verstand verloren? Haltet endlich die Klappe, ich muss mich konzentrieren. Sorry, Lara. Wir sind jetzt still. Ist auch gut mal so. Ich brauch kein Team, ich bin Lara Croft. Und ich schaffe es nicht, mich hier an diesem Seil festzuhalten. Jetzt, okay. Mit bloßen Händen. Aua. Alter, die müssen sich die Hände jetzt richtig hart verbrannt haben, aber okay. Muhahaha. Ach nö, oder? Das ist schon ein bisschen lebensmüde, ne? Ein bisschen, aber nur ein bisschen. Das ist physikalisch berechnet und... Muhahaha! Muhahaha!
Krasser Scheiß. Ich würde das nicht machen. Selbst wenn ich den Magnet haben und haben hätte und ultimativ akrobatisch wäre, würde ich mir das nicht geben. Aber wir sind ja nicht Lehrer Croft.